Ein Dieb ist im Begriff zu stehlen. Oder bei diesem Versuch zu sterben. Draußen vor dem Fenster des Opfers setzt ein Regenschauer ein. Es scheint, als hätte das Dach eine undichte Stelle. Falscher Alarm. Aber das Schwert ist weg. Der Novize hat die Prüfung bestanden und wird in das Heer der Unsichtbaren aufgenommen. Als Krieger der Nacht. Mitteljapan, im Jahr 1562. Der Kriegsherr dieses Schlosses hat Frau und Sohn eines Rivalen namens Tokugawa Ieyasu als Geiseln genommen. Um Frau und Sohn zurückzubekommen, braucht Ieyasu selbst Geiseln. Die Wachen des Schlosses erwarten deshalb einen Angriff, fühlen sich jedoch sicher. Ieyasu dagegen verlässt sich auf das Instrument, das ihm die Türen des Palastes öffnen wird, die Ninja. Zu Zeiten Ieyasus kämpfen in Japan Hunderte von Kriegsherren und Tausende von Samurai um die Macht. Seit 4 Jahrhunderten führen sie Krieg gegeneinander. Fern vom Kampfgetöse leben die mächtigsten Kriegsherren in Luxus. Im Schutz ihrer Armeen bereiten sich Samurai-Krieger darauf vor, für ihre Kriegsherren zu sterben. Für die Samurai ist das Kriegshandwerk eine offene, ehrliche und in Regeln festgelegte Angelegenheit. Doch es gibt neben ihnen noch eine andere Art von Kriegern. Diese agieren unsichtbar und geräuschlos bei den japanischen Auseinandersetzungen. Listig, mutig und unbarmherzig. Die Ninja. Im Wald ist eine verschlüsselte Nachricht hinterlassen worden. Ein Kriegsherr mit Namen Ieyasu möchte die Fertigkeiten der Ninja in Anspruch nehmen. Natürlich gegen Bezahlung. Der Ninja-Befehlshaber des Bezirks antwortet: Ich werde kommen. Ninjutsu, die Kampfkunst der Ninja, hat sich über Jahrhunderte in Japan entwickelt. Sie entstand aus den Lehren chinesischer Strategen wie dem großen Sun Tzu und fand in Japan unter den buddhistischen Mönchen eifrige Schüler. Der Legende nach unterrichteten die sanftmütigen Mönche Freiwillige in dieser Kunst, um sie zum Schutz ihrer Tempel für sich kämpfen zu lassen. So wurden einfache Bauern zu Beschützern von Mönchen. Und bald wurden diese Beschützer zu Kriegern, zu Söldnern.
In den benachbarten Provinzen Iga und Koga schlug Ninjutsu Wurzeln. Im Schutze hoher Berge und tiefer Täler lebten die Männer dort bei Tag als Bauern und bei Nacht als Ninja. In diesen Gebirgen und Wäldern konnten sich die Ninja gruppenweise oder einzeln entfalten. Die Kunde von ihren Talenten verbreitete sich weit über ihr Stammland hinaus und erreichte Männer wie den Kriegsherrn Iyasu. Die Ninja, die er herbeigerufen hat, sollen nun auf die Probe gestellt werden. Die Fertigkeiten, die Iyasu von ihnen erwartet, werden für Geld verkauft. Doch zunächst mussten die Ninja jahrelang mit Schweiß und Schmerz selber dafür zahlen. Ein teures Lehrgeld. Vom Vater, einem erfahrenen Meister des Ninjutsu, werden der Sohn oder auch die Tochter in die Geheimnisse der Ninja eingeweiht. Über Angriffswaffen, Belagerungswerkzeuge und dergleichen wird gesprochen. Diese Geheimnisse sind wie ein köstlicher Trank, den man Tropfen für Tropfen begierig genießt. Sie sind Schätze, die man wie Juwelen behandelt. Wem sie abhanden kommen, der muss sterben. Ein Ninja aus Koga schrieb an seinen Meister. Diese Schriften über Ninjutsu, die mir von euch anvertraut wurden, werde ich niemals einem anderen zeigen. Wenn ich möglicherweise doch dagegen verstoßen sollte, dann muss ich zu Recht die Strafe des Himmels dafür hinnehmen. Die Ausbildung ist äußerst hart. Jede Bewegung wird präzise geübt, wieder und wieder. Alle Aktionen werden so geräuschlos wie möglich ausgeführt. Schläft das Opfer tatsächlich? Oder tut es nur so, um den Ninja in eine Falle zu locken? Jetzt ist es noch ein Spiel. Eines Tages aber wird es bitterer Ernst sein. Geht es um Leben oder Tod? Mit dem Fortschreiten der Ausbildung werden die Aktionen, die der angehende Ninja-Krieger übt, immer todbringender. Dazu gehört die Handhabung des Wurfsterns, einer kleinen, aber tödlichen Waffe. Die Handhabung des kalten Stahls wird zunächst mit einer Imitation aus Holz geübt. Ein echtes Schwert wäre im Unterricht zu gefährlich. Die Natur wird zum Komplizen gemacht. Welche Lebewesen kann man einsetzen, um den Gegner in Panik zu versetzen? Mit einer Schachtel voller Grillen zum Beispiel kann man Geräusche tarnen. Welche Pflanzen sind nützlich, um Wunden zu behandeln? Der erste Einsatz des Novizen ist ein Mordauftrag, der nach den drei Prinzipien des Ninjutsu auszuführen ist. Prinzip 1, Himmel. Wähle den Zeitpunkt für die Aktion mit Bedacht.
Monate können vergehen, bevor der Augenblick des Zuschlagens gekommen ist. Prinzip 2. Erde. Finde den Schwachpunkt des Opfers heraus. Das Opfer sucht jeden Morgen seinen Garten auf, um sich am Duft der Blumen zu erfreuen. Prinzip 3. Mensch. Ziehe deinen Vorteil aus dem Verhalten des Opfers. Eines Morgens, als das Opfer sich über die Blumen beugt, um ihren Duft einzuatmen, bricht es zusammen und stirbt. Giftstaub wurde auf die Blumen gestreut. Das Hilfeersuchen von Tokugawa Ieyasu wird von den Ninja beantwortet. Irgendwo hält ein politischer Gegner Ieyasus Frau und Sohn gefangen. Um sie zu befreien, will Ieyasu die Söhne seines Feindes entführen lassen. Dessen Schloss ist zu gut befestigt, um es direkt angreifen zu können. Die Ninja werden sich also möglichst unentdeckt hinein- und hinausschleichen müssen. Wenn ein Ninja gefasst wird, muss er seine Geheimnisse wahren, indem er sich das Leben nimmt. Das Leben eines Ninja hängt davon ab, dass man ihn nicht als solchen erkennt. Erweist sich die Verkleidung als Bauer oder Arbeiter als ungeeignet, tarnt sich ein Ninja als Priester, Musikant, Händler oder selbst als die Ehefrau. Eine Ninja-Kriegerin wie diese kleidet sich in Braun oder Schwarz, um so mit der Dunkelheit zu verschmelzen. Darunter könnte sie eine leichte Panzerung tragen. Das Tuch, das ihr Gesicht verbirgt, erfüllt noch einen lebenswichtigen Zweck. Mit Antiseptikum imprägniert, dient es notfalls als Verband. Den drei Prinzipien des Ninjutsu folgend, machen sich die Ninja zunächst daran, den Schwachpunkt des Gegners zu finden. Die Mauern des Schlosses werden erklettert. Gänge und Flure des Gebäudes werden erkundet. Alles geschieht unbemerkt und geräuschlos. Die Eindringlinge verlassen das Schloss so leise, wie sie gekommen sind. Und legen sich ihren Plan zurecht. Ihre Waffen sind so leise wie die Ninja selber. Das Schwert ist das stärkste zu seiner Zeit. Die Schneide die schärfste, die es je gab. Geölt und poliert, bis es glänzt, legt es Zeugnis ab vom Geschick zweier Handwerker, des Schmiedes und des Mörders.
In den Händen eines Meisters kann es mit einem Schlag töten. Andere Werkzeuge ihres Handwerks werden aus dem Versteck geholt. Dolche, Messer, Ankereisen, Schlagringe, Greifhaken. Die Wachen sind auf der Hut, bemerkt jedoch nichts, als die Ninja ein weiteres Mal den Wassergraben durchqueren. Wieder sind sie unhörbar und unsichtbar. Kein Wort fällt. Im Gegensatz zum Samurai, der stolz seinen Namen ruft, wenn er in die Schlacht zieht, agieren die Ninja in aller Stille. Sie dringen zum Innenhof vor, immer noch unentdeckt. Auf rätselhafte Weise bricht ein Feuer aus. Alarm wird geschlagen. Die Wachmannschaft ist bestürzt und abgelenkt. Die Ninja nutzen die Verwirrung und schlagen zu. Sie betäuben die Söhne des Gegners mit Giftpuder und schaffen sie weg. Ihre Spur verliert sich in der Dunkelheit. Bei Morgengrauen steht das Schloss in Flammen.
Tokugawa Ieyasu hat die Geiseln, die er braucht, um sie gegen seine Frau und seinen Sohn auszutauschen. Die Ninja haben seine Familie gerettet. Eines Tages werden sie ihm das Leben retten. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts wird Japan immer noch von heftigen inneren Kämpfen erschüttert.1581 wird die Provinz Iga, Land der Ninja, von allen Seiten angegriffen. Das Land wird verwüstet, seine Bewohnerschaft niedergemetzelt. Unter den Opfern sind auch viele Ninja. Die Überlebenden entkommen und wollen sich ihrem ehemaligen Auftraggeber Ieyasu anschließen. Aber Ieyasu wird selber angegriffen und muss fliehen, bewacht von den Ninja. Sie bringen ihn an Bord eines Schiffes und verstecken ihn zwischen der Fracht. Seine Verfolger suchen ihn und durchbohren die Ladung mit ihren Schwertern. Eine Klinge dringt ihm in den Schenkel, aber er gibt keinen Laut von sich. So wird er nicht entdeckt. Das Schiff legt ab und Ieyasu ist gerettet. Ieyasu belohnt die Ninja, indem er 300 von ihnen in Dienst nimmt. Ein weiser Schritt, denn wer bei ihm in Dienst steht, kann nicht gegen ihn eingesetzt werden. Um vorbeugend die Ninja abzuwehren, die für seine Feinde arbeiten, ergreift Ieyasu Vorsichtsmaßnahmen. Er lässt in seinem Schloss verborgene Türen einbauen, falsche Treppen und Nachtigalldielen, die beim leichtesten Schritt knarren, also singen. Die Krieger der Nacht leisten Ieyasu gute Dienste. Und zwar so gute, dass innerhalb eines Jahrzehnts ganz Japan befriedet wird. Der Kaiser, der Tenno, ernennt ihn zum Shogun. Damit übernimmt er die gesamte Regierungsgewalt. Sein Amtssitz ist Edo, eine kleine Stadt, die später Tokio heißen wird. Die Nation Japan ist geboren. Tokugawa Ieyasu sichert für 250 Jahre den Frieden, eine Periode, die in die Geschichte als Tokugawa-Zeit eingeht. Man bedurfte nicht mehr länger der Dienste der Ninja. Einige von ihnen gründeten Ninjutsu-Schulen und lehrten die Kunst des Kampfes. Manche wurden Leibwächter, andere endeten als Banditen. Die Meister der unsichtbaren Kriegführung verschwanden im Lauf der Zeit. Nur die Legenden berichten noch von ihnen, den Kriegern der Nacht.